Nein, ich komm nicht. Ah, ich hab die Gut, Maus entfernt. nachdem das Spiel nicht geladen hat, während die Aufnahme lief, muss ich jetzt nochmal starten. Kommst du rein, Omni? Nein, Waiting for keine following Reaktion. players, Omnicron. Hatte ich aber auch, warte mal kurz. Oh, jetzt warten wir nicht mehr auf Omnicron. Sinnloses Herumgeballer in der Aufwärmrunde. Spiel starten, mir ist doch die scheiß Ding-Cloud egal. Ich hoffe, es ist noch genug Platz für dich. Es ist immer ein Platz für dich Ich in freue meinem mich. Herzen und in meinem Magazin. Es ist immer genug Kugeln für dich. Ey. Also ich habe meistens, Ah, oder da ich habe ziehe ich selten Platz in zweiteres meinem lieber vor. Magazin. Da ziehe ich Also zweiteres lieber vor, weißt du das? Die sind wenn die Gegner, hoppla. du OP, OP. Ja, OP. Ich spiel zu viel Warframe, da beleidige ich immer OP. Nein, du Warframe ist Razor. doof. Aber, Omni, ich habe eine mögliche Alternative für Allied Arms gefunden. Dieses Warface. Mir wird es wahrscheinlich nicht gefallen, weil es zu schnell ist. Aber vielleicht gefällt es dir ja. Dieses Warface von Crytek da. Hey, jetzt geht der Ladebalken mal ein Ich spiel bisschen. Arma Doch nicht. 3. Ich spiele Arma 2, weil ich Arma 3 irgendwie nicht so gut finde. Ja, Noch gewundert. nicht. Das hat ja noch gar nichts. Die haben ja noch nicht mal eine Kampagne da drin, die selbst die Ja, wird noch eben, und ich nachgehen spiele sehr können. gerne die Kampagnen in Arma, trotz schlechter KI. Vor allem, wenn sie einen Koop-Modus haben, aber ich habe noch nie so wirklich Leute gefunden für den Koop-Modus. Anaka, guten Tag. Ja, ich bin auch nicht Guten Tag, unbedingt der Omni. Typ, der mir da das anderen vorliest, was ich eigentlich jetzt sagen soll. Der bin ich aber schon. Ja, du spielst auch Alter. hier PNP und PNP. Ja, Pen and Paper. Das sind ja Und habe ich noch Gegner. PNP erwähnt? Ich hab's Erwähnt? gewusst, wir Ja. hätten in einen anderen Channel gehen sollen, das gequatscht Quasi, wir Ach können ja. mal Koop spielen, wenn ich ein bisschen wieder Zeit Ja, habe. ich hatte ja sogar vor, das will ich jetzt aber nicht. Ja, ach, ich sag's einfach in der Aufnahme, dass ich das mal als Let's Play starte, Together Arma 2, die Oh, das gibt's ja Kampagne. nicht. Allerdings, bis ich das mal schaffen werde, wird das alles noch eine Weile dauern. Ach ja, du bist eh bald Student, da hat man sowieso etwas mehr Zeit. Das wird bei mir nicht der Fall sein, da bin ich jetzt ziemlich sicher. Was geht mit mir eigentlich ab? Warum bin ich so gut? Und warum konnte ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Ich bin mich unabsichtlich in die Steam-Community gekommen bin. Ach ja. Lollipop, Ja, das gibt's doch nicht. lollipop, lollipop, lollipop. Oh, gut, naja. Wir spielen übrigens so viel Deathmatch hier, weil man eigentlich erst vernünftige Waffen braucht, um in der Mission was zu reisen und üben Gibt's ja muss. nicht. Ich kenne kein Problem, das nicht mit C4 gelöst werden kann. Hier gibt's kein C4. Scheiß Spiel. Piet, hier gibt's auch kein Kimmer und Korn. Keine geraden Läufe. Das hört sich ja eher so an wie. Keine Ding ist Ahnung. ein Messer. Ja. Ganz ehrlich, das erinnert mich an Daisy. Gib mir zumindest ein Buttermesser, dass ich am Anfang zumindest eine Waffe habe. Nein, Waffen hast du schon, das ist halt ein Counter-Strike-Klon. Mehr oder weniger. Counter-Strike kann man klonen? Ah, nein! Mister, musste das nicht im letzten Moment umdrehen. Müsste das nicht Dolly Strike dann heißen? Was? Ja, ein geklontes Counter-Strike. Ach Dolly so. Strike. Ach, Dolly, das erste geklonte Schaf. Ja. Ich hab den Witz jetzt erst verstanden. Oh Gott, das ist genauso wie nennt man Klonjäger. Dolly. Richtig. Dolly Buster. Dolly Buster, ja, sowas dachte ich nicht. Komm her, Junge. Der war jetzt schon arg schlecht. Schön, dieser Witz. Hallo, Omni. Hey. Achtung! Lebst du noch? Ich lebe noch. Ich... Boah. Au. Ach, da bist du. Auch eine lustige Runde. Jetzt so, keine Ahnung, was Ah! Piet macht. Ich mach Schule. Ach, du lernst doch noch. Nein, ich mach Ja, für. Vortrag. Also, wenn du jetzt Biologie was machen würdest, dann könntest du mal das neueste Video auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Dichter. Nein, besser nicht. Wir sind schon alle aufgeklärt. Nein, danke. Nein, Oh, das wie meinte ich geil. nicht. Piet ist so leise, dass ich ihn fast nicht höre. Och, das war fies. Quasi, ihr schreibt meine Arbeit bei der Ey, Biologie. ganz ehrlich, ich wäre Ach, echt du mal auch? froh, wenn ich selbst so leise wäre, dass ich mich nicht selbst verstehen würde. Oh. Ja, weil ich. Sieg! Ja, Nein, als. verloren. Sche Win? Was? Doch, Hä? win. Ach, wir waren ja Counter-Terrorist. Ich bin gewohnt, Terrorist zu spielen. Solche Spiele stecken mich immer ins Wie war Terror-Team. das nochmal? Zicke, zacke, zicke, zacke, zicke, zacke, Sieg?
Wie schön, die Stimme ist so leise. Warum soll Sorry, Pete, so aber... Leise? Ja, Omni spielt halt für Skill. Leise. Omni, Skill? Also ganz ehrlich, ich würde mir eher Gedanken machen, wenn ich mit einem Gewehr durch die Gegend schieße und immer... Na gut, egal. Egal. Wer hat immer sich über Omni nochmal bei Counter-Strike aufgeregt, dass er cheatet? Obwohl ich es nicht mal mach. Sepp, nein. Du. Nein. Ich weiß ja ganz genau, dass es nicht funktioniert, deswegen. Ja, ich glaube, Seppel hat auch ein paar Mal rumgeschrien. Ja, Seppel hat auch ein bisschen rumgejammert. Ich meine, ich weiß, dass ich schlecht bin, ich will auch nicht gut sein. Ich bin halt armer Spieler, ich bin es gewohnt, dass ich werde nervös, sobald die Gegner näher als 150 Meter an mir sind. Da kriege ich Panik. Dann treffe ich nichts mehr. Na gut, das finde ich echt geil an Arma 3. Da kannst du endlich mal Schrotflinten benutzen im Häuserkampf. Weil du wirklich Häuserkampf drin bist. Soll das heißen, die Gegner sind näher als 150 Meter? Ich kann keine Arma 3 spielen. Ganz ehrlich, was ich hier in Arma 3 gespielt habe, waren hauptsächlich 10 bis 15 Meter, was ich da gekämpft habe. Was? Ach, das ist ja scheiße. Das ist doch scheiße. Ich will keinen Nahkampf in Arma. Also, es gehört schon dazu, aber ich will auch diese schönen 600 Meter Kämpfe. Ja, wo du zwei Magazine brauchst, bis du was triffst. Zumindest wenn man so schlecht ist wie ich. Diese typischen Call of Duty Momente. Du nimmst deinen Teamkameraden, sagst ihm, er soll über die Straße rennen, was passiert? Junge, macht auf einmal Taktik-Arma-Clan, den du Arma mit Call of Duty vergleichst, die werden dich sofort an die Wand stellen. Sagen wir mal so, doch. Nimm diese Wörter nie wieder in den Mund. Nein, es geht eher darum, von den Zweiern. Du rennst einfach die Straße runter und auf einmal haut dich ein MG weg. Ja, das hört sich schon eher nach Arma an. Das ist das typische Call of Duty, wie ich es noch kenne. Aus dem Zweier. Du rennst die Straßen lang, auf einmal schaut dein deutsches Maschinengewehr und du bist weg. Weißt du, ich wette, die meisten heutigen Call of Duty-Spielern, die wissen nicht mal, dass es einen zweiten Teil gab. Die denken wahrscheinlich, der erste Teil war Modern Warfare. Ganz ehrlich. Hör auf, das ist so traurig. Ja, ich fand, ich, da ich mich ey, ja damals... Ey, jetzt will ich mich diskriminieren. Autsch. Blöde Gasflasche! Wer hat auf die scheiß Gasflasche geschossen? Das waren die Gegner. Die ist schon rumgeflogen, bevor ich um die Ecke gelaufen bin. Oder das war ich, versehentlich, bei der Streuung. Was für ein scheiß Spiel. Ich finde Pete immer so lustig, dass er Spieler schon als scheiße beurteilt, bevor er sich gespielt hat. Ja. Du, wie war das nochmal mit diesem komischen anderen Spiel da? Welches? Ja gut, das war schlecht. Aber ja. Ich hab das erst gesagt, nachdem ich's gespielt hab. Ich hab schon vorher gewusst. Ja. Hm. Ich fand das komisch. Ich fand das schlecht und. Ich habe ja auch letztens. Das ist einfach nur schlecht. Das ist. Ich frage mich auch im Moment, wie ich damals. Schlechter als schlecht gewesen. So billig, das ist. Das hätte fast von EA sein können. Ja, egal, lass mal die Diskussion jetzt. Sonst kriege ich hier nur auf meinem Kanal. 1000 Hater-Kommentar. Wobei, eigentlich vermisse ich das ja. Ich wollte Disco, das ist ein anderer YouTuber. Wolltest Aufmerksamkeit? Ja, nein, ich wollte Disco schon darum fragen, ob er mir ein paar von seinen Hatern abgibt. Ist das so langweilig auf meinem Channel? Ach, geht bestimmt. Du, ganz ehrlich, ich spiele zwar Call of Duty, aber ich habe auch schon eins gespielt. Ja, du bist aber auch nicht der typische jüngere Spieler, ganz ehrlich. Oh, ist ein Arsch. Ja, ich meine, wenn du wirklich auf so Sachen wie Supreme Ruler und so weiter stehst, das sind die meisten, das ist heute wirklich absoluter Nischenprodukt. Supreme Ruler, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Wissen es auch nicht. Supreme Ruler ist absolut unbekannt. Jetzt wollte ich schon auf die Kleiderfiguren schießen. Aber gut, quasseln und so. Nein, steht da doch tatsächlich einer hinter mir, wenn ich den Nerven will, ja. Messern will. Irgendwie bin ich auch gerade total schlecht. Ach, Rest hat wieder einen ganz normalen Tag. Ja. Omni, bist du nicht mehr am Leben? So, ja, ich bin gerade gestorben. Ach so. Okay, wo bist du auf meiner Karte? Da. Ah! Ja, hallo. Müssen wir da ein bisschen zusammenarbeiten. What the? Ging jetzt ein Arma vor, du sicherst rechte Ecke, linke, ich sicher linke Ecke. Okay, das hat sich erledigt.
Sind sie alle gefährlich nah beieinander? Hm. Nix da. Ach, da saß noch einer hinter der Ecke, verdammt. Hat er jetzt einen Lockvogel gespielt? Oh, ist ein Arsch. Ich glaube, das Einzige, was ich gerade gesehen habe, war, wie du gestorben bist. Meinst du mich auch ziemlich am Ablosen? 5 Kills Unterschied, 6 Kills. Moment, 10 Speed wechseln. Mir kommt Zalok so komisch vor. Upf, ich hätte jetzt fast über den Haufen geschossen. Wow. Oh, enemy killed oder sowas. Omni, ich rette dich! Verdammt! Scheiße! Was denn? Gemein! Ich hab gerade in dem Moment eine Granate geworfen, hätte ich dreimal erwischen können. Ach, die Granaten vergesse ich immer. Noch mehr als in dem Spiel. Oh ja, endlich. Metro. Kakra? Metro. Pete, weißt du, wie die Gruppe W von Arma 2, die waren es die Rauchgranaten oder waren es die normalen Splitter? Ich glaube, es waren die Rauchgranaten. Nennen? Ne? Tempogranaten. Tempo, Tempo, lauft, lauft, lauft! Das hört sich eher nach einer Splittergranate an. Ja, hat M67 gesagt. Das ist, glaube ich, die Splittergranate, ne? Also vor der Rauchgranate hätte ich keine Angst. Ja, nee, aber wenn du die Rauchgranate fliegst, dann musst du ja trotzdem schnell durchlaufen. Also ich ganz persönlich würde als MG-Schütze in Arma 2, wenn ich da sehe, dass die Gegner Rauch werfen, einfach halt draufhalten. Ach ja, also als MG sowieso. Vor allem, wenn du an der Black Hawk an der Minigun sitzt. Ja, nicht nur an der Black Hawk an der Minigun, also alleinig schon so, wenn ich mir mal so überlege. Wir müssen sowieso mal eine deutsche Mission machen, weil das ist einfach nur geil. Die deutsche Versorgung. Ja, wir müssen BioI mal davon. Das scheiß Fahrzeug hat Maschinengewehr oben drauf. Wir müssen BioI.